Ich weiß, Toni behauptet bis heute noch, die Hatchet, die ich hier rumliegen habe, die wäre aus Crow Knight. 1,9 Kilo. Mit 150 Dura bei 80%. Ja. Wirklich? Ja, weil Stahl hätte bei 100% 140 oder 120 nur. Aber die ist einfach nicht gut. Das gesamte Teil ist einfach nicht gut. Dann hat es wahrscheinlich eine gemacht, der einen Cronut-Skill nicht hatte oder komplett beschissen ist. Okay, ja gut, was heißt nicht gut? Es macht halt normalen Schaden, nicht besonders Ja, viel dann mehr. hat er wahrscheinlich den Cronut-Skill auf 80 gehabt. Also, weil du musst den ja erstmal auf 100 bringen, den Cronut-Skill, da bist du ja ewig beschäftigt. Ja, logisch, logisch. Einfach immer so einen anderen PC noch kurz anschmeißen. Oh. Ja, ich habe Äxte auf 70. Echse. Äxte. Okay, so. Oh, fuck. So eine schwuchtelige Scheiße hier. Äxte, Äxte, Äxte. Mann, ich will jetzt alleine durch die Sewers laufen oder mit dir halt hackeln. Ich wollte mich noch schnell statten. Ja, Mann, komm, wir haben ja eh Zeit, weil ich wollte eigentlich eh noch Äxte und Defensiv und Aggressive Stance skillen, weil das brauchst du da unten ja. Ziemlich Jo. viel sogar. Ja, dann skill doch, mein Gott, wir haben Zeit. Ey, ich muss heute nicht weg. Morgen normal nicht weg. Gott. Theoretisch kannst du mir auch helfen. Mach doch deinen Scheiß alleine. Ist aber nett von dir. Ich weiß. Ich bin gerade in der Fledermaushöhle hier. Mit meiner Bountisches Draco Armor. Geil. Ich überlege gerade, was am sinnvollsten ist unten wegen den Banditen. Ob ich das Slashing nehmen soll? Oder Bl ja, Blunt brauche ich wahrscheinlich nicht. Aber Piercing brauche ich wahrscheinlich auch. Also brauche ich Piercing und Slashing. Aber der Raptor ist halt die beste in Slashing. Und Amatus ist die beste in Piercing. Nee, die Draco ist die beste. Draconiana. Achso, ja, meine ich doch, sorry. Und die Die Draco Stadius Nigina. ist einfach ein bisschen besser als die Guard, hat aber eher Blunt Defense. Die Stadius, die Guard hat doch die beste Blood Defense. Nee, die Stadius ist glaube ich noch ein bisschen besser. Aber die Tursa Plate, die ist glaube ich saugut. Ich hatte die einmal, das ist schon eine Weile her. Ich glaube, die kann ich gar nicht machen. Ja, ich weiß. Die ist übel selten. Das ist eine von den neuen, gell? Ja, die halt damals rauskam. Nicht von den drei, die jetzt kamen, sondern die halt beim letzten mit der Stadius Amatus rauskam. Ja, meine ich so. Mit der Guard halt und so. Ja, das war doch das Buch, was ein paar tausend Gold kostet auch, ne? Glaub schon, ja. Aber du willst jetzt, die Rüstung bringt halt wenigstens was. Ja, ich bräuchte einfach die perfekte Rüstung für die Sewers, weißt du? Das Problem ist, also Stahl ist mir auf jeden Fall zu teuer, das schmeiß ich nicht raus, um Moment irgendeinen mal, Stahl Moment, zu holen. Moment, Moment. Ah, halt, wir. Scheiße, Bull, komm her. Irgendjemand hätte mir Bull. Ich Boss. überlege gerade, Molarium Iron Silk, der Raptor, müsste eigentlich ordentlich Schaden abhalten, ne? Ist Bullhorse hier. Oder Molarium Iron Silk Guard Armor. Mir verreckt schon wieder mein Bullhorse, ich pack's nicht. Da will man einmal in Ruhe statten gehen. Bitte hin, Achter.
Ach shit, jetzt habe ich vergessen, Geld mitzunehmen. Ich bin ein Held, ey. Oh, ich habe hier ja noch voll viel Geld. Wo kann ich nochmal diese Bags kaufen? Gegenüber vom Graveyard auf dem Haus. Gegenüber vom Graveyard auf dem Haus. Genau, gegenüber vom Graveyard auf dem Haus. Okay. Da, wo der Priest steht, oder weiter vorne? So ein Lappen, hä? Weiter Richtung Graveyard. Direkt, wenn du aus dem Graveyard-Eingang rausgehst, das Haus. Da drauf, da ist so ein, gibt's so eine Treppe nach oben. Aus dem Graveyard raus. Da ist eine Treppe nach oben. Ich sehe sie. Die ist so mittig von zwei Gebäuden, ne? Genau. Jo, jo. Perfekt, dann kaufe ich mir eben 5 Beutel. Ich kann 5 Beutel in Dings reintun, oder? Ich glaube 5, ja. Aber du kannst maximal nur 100 Items drauf tun. Okay. Also eigentlich 4 und eine kleine, glaube ich. Okay. Aber ja, nimm am besten 5, dann hast du bessere Ordnung, ist besser. Zack. So, 5 Bags gekauft und wieder zurück. Vielleicht nämlich die ganzen Carcasses lagern und so, übel chillig. Und die kannst du auch in der Bag ganz easy traden. Nimmst du die ganze Bag raus, tradest du rüber. Ja. Gute, gute Idee. Das habe ich am WZ-Keep gemacht, da habe ich mal 2 Tage lang komplett durchgefarbt und habe ich 4 Charaktere dahingestellt. Ich hab so einen Free-to-Play-Account mit 4 bezahlt, also mit 4 Slots halt. Hm? Und dann habe ich ihn da hingestellt und habe denen Taschen gegeben, damit jeder von diesen Charakteren 100 Stacks tragen kann. Und dann habe ich alle 4 voll gemacht und habe ich meinen Butcher hingestellt und habe 400 Stacks an einem Tag durchgehauen. Oh Mann. Das war halt 800 Gold, reiner NPC-Wert. Und dann, ich habe die Materialien immer behalten, weil ich mache daraus immer Rüstung und Waffen und so. Und das reicht halt echt für Jahrhunderte. Ah, nice. Großen Bags traden sich auch nicht automatisch rüber. Das ist ja super, ey. Nice. Ich habe zwar einmal mein Geld ausgegeben, aber das passt. Warte, ich nehme die rüber zur anderen Bank. Haben Bags kein Gewicht? Nein. Ja, solange sie leer sind, nicht. Ah, okay, gut, solange sie leer sind. Sagt der alles, was über 5 Kilo wiegt, kann Dieb nicht mehr klauen. Also Taschen können sie dir klauen. Aber das, was in den Taschen drin ist, können sie nicht einzeln klauen. Also wenn du ein Pet Recycle zum Beispiel reintust in die Tasche und 5 Kilo anderen Scheiß, dann können sie das nicht klauen. Okay. User left your channel. Schade, dass es keine Titel gibt für zum Beispiel Ranged oder so. Voll komisch. Hä, was meinst du? Titel für Ranged. Also, es gibt ja sowas wie Necromancer oder so, aber es gibt gar keinen Titel für Rage. Für was? Also, es gibt ja Titel für Necromancer, so Master Necromancer, Master Dominator, Adept Dominator und so weiter. Ja. Aber. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gibt es kein Äquivalent dazu für
Ranged zum Beispiel. Für Was Bogen. meinst du mit ranged? Bogenschützen. Bogenschützen. Ich sag das doch. Nö. Bin ich doof. Irgendwie sowas wie 100 Kills mit dem Bogen oder so und dann 200, 300, 1000 oder so und dann jo. Dass man da irgendwie Titel für kriegt, so Master, Ranger oder irgendwie so ein Bullshit. Es gibt halt nur Steam Achievements für Bogenschießen und so weiter. Finde ich ein bisschen schade. Halt, stopp! Ich meine, es gibt andere Titel, sowas wie Hero oder so. Fürs Töten. Hero. Ich? Ja, doch, aber Hero ist halt, den Titel kannst du gleich abschmieren. Den kriegst du nur, wenn du einen GM in einem Event tötest. Nee, nicht wenn du wenn du einen GM tötest, sondern wenn du einen Viech tötest, was nie wieder ins Spiel zurückkommt. Sowas wie, oder keine Ahnung. Oder so. Weil es gab ganz am Anfang im Spiel gab's mehrere legendäre Viecher, die haben sie halt einmal entworfen, einmal gemacht und einmal ins Spiel gebracht. Und dann halt nicht wieder. Und das war mit dem Slogan Mortal Online Story doesn't repeat itself. Deswegen tun sie es auch nicht mehr ins Spiel rein, weil das ist Vergangenheit, das war so. Und wenn du so eins von den Viech mal getötet hast, dann hast du den Hero-Titel gekriegt. Okay. Gibt's in Farbenum weiß ich, wo die Liste von den Viechern hängt. Wo gibt's denn den Tinderam? Gibt's den Tinderam nicht. Nee, da ist nur noch einer drauf. Und ich glaube, das ist diese Troll, den ich mal mit dem Heimbach gefunden habe. Der war nicht in dieser Kimuru-Höhle, sondern der war in der etwas größeren daneben. Ich glaube, da war ich sogar dabei. Irgendwas sagt mir, dass ich den kenne. Ja, wir haben halt einen Troll gefunden. Also einen richtig großen Troll. Was ist, wenn man Pets mit Futter füttert, das sie nicht mögen? Fressen sie trotzdem, brauchst noch viel, viel mehr. Ja. Lohnt sich nicht. Also bei manchen geht auch gar nicht der Hunger runter. Wenn das Essen komplett bekackt ist. Ah, ich habe schon 5800 Walking Deads gekillt. Langsam geht's aufwärts. Wie langweilig ist der denn eigentlich, bitte? Vor allem, da fehlen noch 15.000, dann stehe ich auf Platz 1. Oh Mann. Theoretisch könntest du auf deinen Tamer gehen, mit drei Mörders da reingehen und die alle auf Aggressive stellen. Rein nur theoretisch. Klappt das wahrscheinlich nicht, weil der Kill wahrscheinlich dann nicht zählt. Wirklich? Wäre ja Abfuck. Ich meine, das ist ja mit den Liktoren und mit den Molvers ja genau dasselbe. Liktoren und Molvers? Wenn du mit einem Molver einen Liktor killst, dann erscheint der auch nicht in der Statistik. Oh. Schade. Mit Molver und Liktor so. Ja, das sind halt so ein paar Dinge, die Star World halt wieder hingebracht hat. Ah fuck, da habe ich ja den Model Patch noch. Ach shit, hey. Du kannst halt über den scheiß Launcher echt kein Update mehr ziehen. Muss ich dann hier einem scheiß Mordlordner den Patch rausgammeln. Ah. Warte, guck mal. Ups. Bei jedes Vieh. Nein, ich bin der Erste, du blöder Hurensohn! Verdammt. Gut.
Ja, so geil, der eine Typ und ich laufen zeitgleich auf einen Walker zu, sind genau nebeneinander und er dann doch noch zuerst zugeschlagen, weil er eine verdammte Polearm hat. Oder Hurensohn. Ah, Noob. Ich glaube, ich gehe gleich wieder auf den Farmboard und Graveyard. Mir ist das hier einfach zu blöd. Ja, mach doch. So eine Scheiße, ey. Überall laufen nur Spastis rum und. Ich habe mir überlegt, ich will wieder in Farbonum wohnen und die ganze Zeit in Farbonum bleiben. Was hast du davon? Ja, da ist alles in der Nähe. In Farbonum gibt's direkt an der Stadt dran. Spinnen, Belbus, Kugas, Springböcke, die Uriels sind nicht weit weg. Du hast ein Graveyard vor der Haustür. Du hast alle Crafting-Bänke, die du brauchst, da drin. Du hast Spelt. Du hast, was ist noch? Warte. Du hast kein Spelt. Du hast Rai. Ja, ist doch egal. Nein. Ja, und? Weiter? Ja, ist doch voll geil. Das einzige was okay. Problem, was du da hast, du hast keine Mounts in der Nähe. Das einzige Problem. Ja, die kann man ohne Probleme breeden. Ja, genau, aber das war's auch. Das ist halt der Nachteil an Farbenum. Dafür ist halt alles andere. Aber ist halt schon geil, dass du direkt einfach nur hinter die Stadt gehen brauchst und du hast da, stehen halt 4 Bellbusse rum, 6, 7, 8 Kugas, 2 Spinnen. Schweine hast du da? Und da ist halt keine Sau, der dich nervt oder stört oder. Ja. Das Mount hat 60 Deck, 600 Consti und 72 Speed. Und fast zu schade, das bei Level 94 zu benutzen. Wobei eigentlich ist es egal, weil viel stärker wird's ja eh nicht mehr. Wenn's Pre-Patch ist, würde ich es noch behalten. Nee. Letzte Woche gebreedet. Vor allem, ich hab noch meinen Imbar Gold Transport Horse, was 560 schnell ist. Das ist ja eigentlich schon cheat-verdächtig. 560. Und das ist Level 25. Was? Ja, das ist noch eins von den ganz, ganz alten. Das war noch von 2010 oder so. Nee, ja, 2011. 500 Gold? Rein in die halt ins Forum. Im Leben nicht, vergiss es. Das will ich nicht mal für 2000 hergeben. Ich will doch mal ein Angebot machen. Nee. Das Geilste ist halt, wenn du damit 5000 Gold oder so transportieren willst. Kein Problem. Du kommst jedem davon. Außer hinter diesen 10 Mounted Archer. Dann hast du vielleicht ein Problem, aber ansonsten nicht. Ja, wie viel Leben hat denn das Teil? Ja, keine Ahnung. 300, 400. Aber nicht gut. Also mehr halt als die normalen. Ja, die normalen haben 400 aufwärts. Das ist wahrscheinlich mehr. Schau nach. Hol es raus in Tindrem. Lass es griefen. Oh Gott. Wenn einer dieses Ding killt, ey, dann krieg ich, ey, dann bring ich mich um. Machst du eh nicht. Okay, mach ich nicht. Erwischt. Bring ich aber wen anders um. Oh. Das war dich, Hackel. So. Genau dich. Okay. Mag das aber nicht, wenn du das tust.